Hallo ihr Lieben, für den 15. und 16. April schauen wir heute mal in unsere Kärtchen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Das Abo ist vollkommen gratis und ich freue mich natürlich auch über ein Like unter diesem Video. Und kommentieren könnt ihr natürlich auch immer, was eure Gedanken zu diesem Video sind. Für den 15. und 16. April bitte ein, zwei Kärtchen. Für den 15. Danke. Wir haben, wow, 8 der Schwerter und der Stern. Sehr unfassbar, die Kombi. Also mit der 8 der Schwerter sind wir in einem Gedankenkarussell. Wir sind gefangen in Gedanken, was alles schief gehen könnte. Wir denken nicht in die Richtung, was könnte positiv laufen. Wir denken eigentlich an das schlimmstmögliche Szenario. Oder wir fühlen uns gefangen. Wir fühlen uns gefangen in einer Beziehung, aus der wir ausbrechen wollen, weil sie uns nicht gut tut. Aber wir denken, wir können das nicht aus finanziellen Gründen. Wir fühlen uns gefangen in einem Job, wo wir denken, ich würde ihn gerne aufgeben, ich würde gern was anders machen. Aber wir denken, nein, das kann ich nicht, weil ich habe die Rechnungen zu bezahlen. Wir fühlen uns gefangen. Und wir sehen keinen Weg nach draußen. Wir sehen nichts, weil die Augen sind verbunden. Ja? Aber hier kommt die Heilung. Das ist die göttliche Karte, die Christuskarte im Tarot. Das ist die Karte von Heilung, Auflösung, von absoluter Sicherheit des Getragenwerdens. Diese Karte sagt, ich bringe dir eine Möglichkeit direkt vor deine Haustüre. Ich bin dein leitender Stern. Ich leite dich dorthin, wo die Ressource ist, die du gerade brauchst. Ist das Geld, bringe ich dich dorthin. Ist das eine Person, die dir einen neuen Job verschafft, bringe ich dich dorthin. Ist das eine Person für eine neue Beziehung, bringe ich dich dorthin. Ist es ein Auto, bringe ich dich zu diesen Möglichkeiten. Also diese Karte birgt Heilung und Lösungsansätze. Das heißt, diese Augenbinde fällt von uns ab und wir sehen, wo der Weg ist, weil der Stern uns diesen Weg leuchtet. Ja? Wir finden das, was wir brauchen. Sehr, sehr gute Kombination, gefällt mir gut. Ich wünsche euch ein schönes Tagerl, bis bald.